Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Wo soll ich hin? Erzmine M Beta. Erzmine M Beta. Das wird jetzt eine knappe Kiste. Du dockst an in hier. Robert Marchak Lit gebraucht. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, Kampfdrohne. 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Wo brauchen die denn? Ach, in der erweiterten Satellitenfertigung brauchen die Marchak Lit. Jetzt muss ich mich hier ranhalten, weil 9 Millionen, das sind 5 Minuten verdient. System, unheilige Herkunft. Das ist natürlich super. Erzmine M Beta. Docke an. Erweiterte Satellitenfertigung. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Aha, die gucke ich mir nachher an den Bauauftrag. Jetzt muss ich erstmal hier andocken. Frachtraum geschlossen. Jetzt muss ich erstmal andocken. So, ich gucke zu meinen Händlern, wie immer, ob da jemand zu befördern ist. Sieht nicht so aus. Eingehende Nachricht. So, jetzt muss Energiepulskanonen, Munitionsfabrik, Handel. Und jetzt noch die Teladi. Haben wir noch was für die Teladi? Nee. Halt, Quatsch. Das bist du bestimmt auch irgendwo hier unten zu bauen. Glaubensquelle. So. Kommando akzeptiert. Ich guck mal, was das hier für eine Baumission ist. Und die anderen? Sie sprechen mit dem Automatik. Wie können Sie ich werde Ihnen Informationen. Sie sprechen mit dem Auto. Benötigt dies. Sie sprechen mit dem. Halt, ich will dir keine Dinger kaufen hier. Sie sprechen mit dem Auto. Was? Alle benötigten Informationen werden gerade. Jetzt hab ich doch so eine scheiß Dinger gekauft. Naja, okay. Wieder zu schnell Sie gewesen. Sprechen mit dem Auto. Was ist das erfolgreiche Beenden der Mission? Wieder zu schnell gedrückt. Autopilot aktiviert. Okay. Dann kannst du wieder arbeiten gehen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Kommando Autopilot. Oh, Autopilot. Na gut, das macht nichts. Ich wollte ja jetzt nur hier die Station bauen. Das ist nicht so schlimm. Erreiche System. Glaubensquelle. So, was ist denn hier zu bauen? Munitionsfabrik.
aufwacht. Eingehende Nachricht. So. Jetzt Missionen. Ach, erstmal gucke ich, was du da für Fracht hast jetzt. Skraffenplantage M. Die werden wir erst noch bauen. Die bauen wir jetzt noch. Und dann gucke ich nochmal zu den Händlern. Ist er jetzt wieder am Arbeiten? Genau. So. Okay, ja. Jetzt wollte ich mal gucken, was meine Schiffchen hier machen. Immer Nebel, das ist. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Aber was ist denn hier nur? Aber die bewegen sich. Unglaublich, dass es so ewig dauert. So, du kannst mal wieder zu mir kommen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Was gibt's? Gibt's hier noch was zu erledigen? Sie sprechen mit dem automatisierten. Du wollen statt du machen wollen, aber. Nein. So. Da kommt der Kea. Und die nächste Mission ist dann Boronen-Chipwerk. Kann ich ja schon mal gucken, wo es das gibt? Sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaft. Ah, ne, da gucke ich mal bei Vergeltung der Königin. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Chipwerk. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken gefertigt werden. Wegen der immensen Mengen an Ressourcen und wegen des unglaublichen Arbeitsaufwandes sind sie nur. Königstal? Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken. Großes Riff? Wo gibt's denn das? Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue. Gibt's denn das Chipwerk? Mehr der Fantasie wäre noch eine Chance. Mehr der Fantasie vielleicht. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaft. Hä? Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken. Dann habe ich das doch übersehen. Das gibt's doch nicht. Schiffs eingehende Nachricht. Hier steht's doch, Chipwerk. 5 Millionen. Okay. Okay, du bist angedockt, dann kann ich jetzt hier. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Das Boronen-Chipwerk bauen wir als nächstes. Erreiche System, Reich des Kardinals. Okay.
bauen. Okay, schön. Okay, hier kann man irgendwo was machen. Wie sieht's aus? Oh, ein bisschen was abgearbeitet haben wir schon. Wir brauchen bei den Büros das Chipwerk. Und nur das Chipwerk. Dann gucke ich mal, was es hier bei euch Schönes gibt. Autopilot aktiviert. Ob es denn lohnt, den Bauauftrag, der sich vielleicht versteckt. Warnung, Energielevel niedrig. Der sich vielleicht hinter einem Kampfauftrag versteckt. Sie sprechen mit... Nee. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, jetzt gucke ich nochmal hier unten in Nebel des Elysiums. Wie es hier aussieht. Sind wir noch nicht fertig. Meine Fresse. Automatisierten Kommunikationssystem. Okay. Was anderes gibt's hier nicht. Autopilot deaktiviert. Dann fliege ich. Was habe ich denn überhaupt noch jetzt? Hab noch genug Energiezellen. Ich springe in Sektor Zitadelle. Weil da ist noch ein Sektor, fortwährende Sünde. Als Tipp für euch, da gibt es einen Nividium-Asteroiden. Wer den mal brauchen sollte. Die sind sehr selten. Oh, Bauaufträge. Hallihallo. Ich war nie fertig mit irgendwas hier. Ich bin die ganze Zeit an irgendwelchen Aufträgen zum Erledigen. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Paranit, Hospitalschiff. Autopilot deaktiviert. Nee. Paranit, Hospitalschiff. Ich will da hinten. Paranit, Schiffswerft. Aha, was wollte ich kaufen? Ein Chipwerk. Chip. Kommando akzeptiert. So. Mache ich natürlich mit. Sie sprechen mit... Alle benötigten Informationen. Sie sprechen mit... Was? Sie sprechen...
sprechen mit dem... Was benötigen Perseus? Nee, brauche ich nicht. Sie sprechen mit dem... Was? Wie alle benötigten Informationen? Nee, das ist mir zu wenig Geld. Sie sprechen mit dem... Akzeptieren Sie... Nein. Sie sprechen mit dem... Ich werde Ihnen die Informationen jetzt... Nein. Sie sprechen mit... Okay, dann... Autopilot aktiviert. Dann bauen wir jetzt die Station, dieses Chipwerk. Ich gucke nebenbei zu meinen Händlern, ob wir jemanden befördern können. Nein. Aber ich habe wieder 40 Millionen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Und jetzt baue ich direkt das Chipwerk. Hallo? Ah, ich dachte schon. System, dunkle Wasser. Entschuldigen Sie bitte, mein Freund. Entschuldigen Sie bitte, mein Freund. Keine Zeit für dich. Eingehende Nachricht. Hier sind schon wieder zwei Bauaufträge. So. Autopilot deaktiviert. Jetzt Agunen. Quantum Röhrenfabrik. Schiffswerften sind das Herz. Da ist er. 4,1 Millionen. Okay. Wie sieht's denn aus? 1:20. Na gut, okay. Guck ich mal an, was es hier Schönes gibt. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ah, ich dachte schon, da wäre jemand auf Level 6. Warnung, Energielevel niedrig. Speicher nicht vergessen. Warte mal, hier gibt es das Sonnenkraftwerk, da kann ich erstmal auftanken. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot. Jetzt, wo ich immer fast hier bin, da kann ich doch auch mal meine Energiezellen auftanken. Energiezellen.
Transferiert. Energiezellen. Transferiert. So. Jetzt lade ich gleich auf. Und dann fliege ich in fortwährende Sünde. Andock-Vorgang erfolgreich. Königin Adrian. In Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Oder? Halt. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. So, wie sieht's denn aus mit den Missionen jetzt hier? Ach. Ja, naja, gucken mal, dass wir dann meinen Komplex langsam wieder zusammenflicken. Aber wie gesagt, das mache ich dann nach der Folge. Off Stream. Oder es ist ja kein Stream, offline. Sprungantrieb. Aber ich denke mal. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. Wir werden jetzt, ich werde jetzt die Argonfabrik noch bauen, die Quantum-Röhrenfabrik. Und danach werde ich gleich dann noch ein bisschen mein, aber das mache ich wie gesagt dann alleine, meine Station zum Komplex wieder ein bisschen flicken. Ja, mal gucken. Also ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Erreiche System. Eingehende Nachricht. Okay, Ach, ich bin schon wieder hier. Quant. Wie sieht denn jetzt? Warte mal, ich will ja eigentlich gar nicht. Ich will ja hier oben durchfliegen. Okay. Paraniten-Bohr-System-Fertigung. Paranit Prime, würde ich sagen. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Bohrsystemfertigung. 4 Millionen. Paranit Prime. Kommando akzeptiert. Quantum-Röhrenfabrik. Okay. Paraniten, brauchen die noch was? Eine Kristallfabrik L kann ich noch mitnehmen. Wenn sie denn haben. Sie sprechen mit dem automatisierten... Hä? War da nicht gerade eben doch... Sie sprechen... Was? Denn alle benötigten Militärtransporter? Ja klar, mache ich das mit. Für 3 Millionen. Autopilot deaktiviert. Wenn ich eh mal hier bin. Hoffentlich kriege ich die jetzt noch rein, weil ich jetzt erst wieder Energiezellen habe. Ach. Chipwerk. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Priester-Imperators Xar ist unser Priester-Herzog erfreut, jemanden wie Sie an Bord willkommen heißen zu dürfen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Säuform Gamma in himmlische Offenbarung. Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Das machen wir so nebenbei mal mit. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Die 3 Millionen nehmen wir noch schnell mit. Und dann baue ich noch die beiden Stationen und dann ist für heute Schluss. Erreiche System, himmlische Offenbarung.
Kann man die Mission aktivieren? Autopilot deaktiviert. Zollfarm L Gamma. Eingehende Nachricht. Meine Mission. So, Quantumfirm habe ich. Bohrsystemfertigung brauche ich. Bohrsystemfertigung. Von den Paraniden. Brauchen die Paraniden noch was? Kristallfabrik. Position. Ach du Scheiße, ist doch wieder hier unten, wa? Ha, da war's. So. Kommando akzeptiert. Mission erfüllt. Sehr schön. 3,5 Millionen Credits bekommen. Ach so, da kann ich gleich mal nebenbei so schimmernde Nebel des Elysiums gucken. Echt, aber ey, werden die überhaupt mal irgendwann fertig? Das gibt es doch gar nicht. Junge, Junge, Junge. Wie lange dauert es denn? Autopilot aktiviert. So, 1700 Energiezellen. Gibt es hier noch eine andere Mission? Halt. Sie sprechen mit dem Was? Das ist es, was wir benötigen. Ja, das ist es, was wir benötigen, aber nicht von mir. Sie sprechen mit Was? Sind Sie in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen? Ja, das ist mir aber jetzt zur Zeit aufwendig. Da gibt es lukrativere Sachen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Dann bauen wir jetzt die Argonenfabrik. System, Glaubensquelle. Quantum-Röhrenfabrik. Atmosphärentransporter. Und was hast du da noch an Fracht? Eine Kristallfabrik und eine Bohrfertigung. Eingehende Nachricht. Das ist... Okay. Atmosphärentransporter. Egal. Kommando akzeptiert. Ich folge dir sowieso. Na komm, was hast denn du jetzt noch alles drin? Und die Kristallfabrik. Das bauen wir beides noch jetzt und dann ist Schluss für heute. Da muss ich jetzt mal ein bisschen auf Sinsa drücken, dass es hier ein bisschen fixer geht. Na komm, hüpf, hüpf! Ey, was ist denn jetzt los? Der Atmosphärentransporter ist. Springen! Na dann spring doch nun endlich mal! Na komm! Kein Ziel! Na endlich! Autopilot aktiviert. Eieiei.
Okay. Das dauert mir jetzt hier noch zu lange. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich baue die beiden Stationen noch fix auf und dann werde ich erstmal wieder ein bisschen meinen Komplex verbinden. Und dann melde ich mich wieder zurück bei euch. Bis dann. Ciao, ciao.